Für den VfL Wolfsburg steht in Hannover ein besonderes Jubiläum an. Unsere Wölfe werden ihr 700. Bundesligaspiel bestreiten. Damit ist der VfL das 20. Team, das diese Marke überhaupt in der Bundesliga erreicht. Mit 972 Punkten steht der VfL damit auf Platz 16 der ewigen Tabelle, ein Platz hinter dem kommenden Gegner Hannover 96. Schon das dritte Mal in dieser Saison heißt der Kontrahent 96. In der Liga gab es ein Remis, im Pokal einen 1:0 Heimsieg für unsere Farben. Man kennt sich und auch die Stärken des anderen. Im Teamspirit, der Teamgeist, der drin steckt, der sieht man, dass das in Punkte dann auch am Zug umgewälzt werden, vor allem ihre Comeback-Qualitäten. Man sieht immer wieder Top-Zeiterhalt, man sieht immer wieder, wie sie nach Rückstand zurückkommen. Jüngst die Spiele Leverkusen, Mainz und Schalke haben das auch gezeigt. Und das zeichnet sich schon aus, so diese Wille, ein Spiel drehen zu können, nicht verlieren zu wollen. Ja, da wir das Spiel gewinnen wollen, ist das auch unser Ziel, dass wir am Sonntag die 30 schaffen. Auch wenn uns bewusst ist, dass wir auf einen starken Gegner treffen, der schwer zu bezwingen ist. Das sieht man ja schon in der Statistik. Viele, viele Spiele unentschieden gespielt, enge Spiele gestaltet. Und von daher erwartet uns am Sonntag eine sehr schwierige Aufgabe. 96 steht mit 27 erspielten Zählern derzeit auf dem 10. Tabellenrang. In die Rückrunde startete das Team von Ex-Wolf André Breitenreiter mit einem Heimsieg gegen Mainz und einem Remis auf Schalke. Besonders gefährlich sind die Roten bei Standards. Bereits 14 Tore fielen nach ruhenden Wellen. Auch 96-Coach Breitenreiter hat getroffen, und zwar genau einmal in insgesamt 24 Spielen in seiner Zeit zwischen 97 und 99 für den VfL. Das Tor war in Rostock, ich glaube 89. Minute, Pass von Christoph Nowak in die Tiefe, ein Kontakt mit links und mit rechts in die kurze Ecke gegen Piekenhagen. Kann auch nicht jeder, links, andere rechts. Ich könnte es nicht. Aber Sie wollen jetzt nicht noch wissen, wie ich gejubelt habe. Mhm. Kann ich auch sagen, ich bin links abgedreht und habe den rechten Zeigefinger nach oben gestreckt. Aber nicht Richtung Trainer, weil das würde mir niemals einfallen. Nicht schlecht, Herr Breitenreiter, es war allerdings der linke Zeigefinger. Historie beiseite, das Derby zählt. Und groß motivieren vor diesem Nachbarschaftsduell muss man in unserem Lager bestimmt niemanden. Nein, ich denke, das ist immer was Besonderes. So ein Derby dann auch für uns Spieler. Wir wissen, was das auch für die Menschen hier im Umfeld bedeutet. Es gibt viele, die auch immer auf der Arbeit sich dann begegnen, und wenn man dann so einen Derby-Sieg hat, dann hat man auch direkt so ein schlechteres Spiel, was man vorher hatte, dann auch vergessen gemacht, und deswegen ist das eine Riesenchance für uns, dann auch eine gute Reaktion zu zeigen. Rund 1500 Fans werden unsere Mannschaft am Sonntag in die HDI-Arena begleiten und hoffentlich den ersten Sieg im Jahr 2018 gemeinsam mit der Mannschaft feiern. Wo schaut ihr das Spiel? Daheim oder auf Großleinwand in der Markthalle am Nordkopf beim VfL Public Viewing? Sagt es uns in den Kommentaren.